Diese werden einstimmig gefasst. Das ist mal das eine. Zu der Frage gerade vom Herrn Stammann. Die Schließung einer Abteilung eines Krankenhauses, und das ist ja die Gynäkologie in Nagold, ist keine Frage, die eines Gesellschafterbeschlusses bedarf, sondern die wird im Aufsichtsrat entschieden. Und im Aufsichtsrat gibt es mehrheitliche Beschlüsse, aber der Aufsichtsrat für die Klinik Nagold, das ist der gleiche wie für die Klinik Kalb, weil wir eine einheitliche GmbH haben, ein einheitliches Klinikum Kalb Nagold haben, und er hat es mehrheitlich entschieden. Und das sind demokratische Vorgänge, dass mehrheitliche Entscheidungen auch gelten. Darf ich nochmal eine Frage, Herr Richter? Ja. Hat der Kreistag die Möglichkeit, solche Beschlüsse aufzuheben? Ja oder nein? Hat er Einfluss darauf? Weil wenn er es nicht hat, Herr Lutz, dann wird der Aufsichtsrat mit jedem Mehrheitsbeschluss jede Abteilung an jedem Klinikstandort schließen. Sehe ich das so richtig, oder? Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind ausschließlich Mitglieder des Kreistags. Also, da sprechen keine anderen Personen mit von Böblingen und von Sindelfingen oder sonst wo. Das sind Mitglieder des Kreistags Kalb, die vom Kreistag in den Aufsichtsrat entsendet werden. Und zwar nach jeder Kreistagswahl, und das ist nächstes Jahr im April wieder der Fall, wird auch der Aufsichtsrat neu gebildet. Nein, der Aufsichtsrat, ich habe es ja vorher gesagt. Herr Lutz, jetzt noch mal bitte. Sagen Sie ganz klar, hat der Kreistag die Möglichkeit, einen solchen Beschluss zu fassen? Ja oder nein, und inwieweit ist der gültig? Jetzt frage ich zum dritten Mal und jetzt bitte ich um eine klare Antwort. Zuständig ist der, ich sage es auch, aber erst zum zweiten Mal, zuständig ist nach dem Gesellschaftsvertrag der Aufsichtsrat. Selbstverständlich hat der Kreistag, hätte der Kreistag die Möglichkeit, so ein Thema an sich zu ziehen und dem Aufsichtsrat Weisung zu erteilen. Aber das ist nicht geschehen in diesem Fall. Es ist auch nicht an den Kreistag herangetragen worden, sondern es ist originäre Aufgabe des Aufsichtsrats. Zudem hat man, wenn man GmbH gründet, hat man einen Aufsichtsrat.